Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Video an meiner Seite, der großartige Alpha 87LP, der großartige Alpha Chief. Ich bin euer Mr. Wende 1974 und wir sind bei Ravemaster Special Tech Force. Yay! Und ich merke schon, du kennst es nicht. Richtig. Das ist gut. So, wir gehen mal einfach in die Options. Ach, da ist schon alles auf easy. Ihr könnt übrigens, das finde ich ganz schön, den Battle Cry, also so, jeder hat hier so eine Art Catchphrase, wenn sein Finisher kommt, kann man da zwei unterschiedlichen Möglichkeiten wählen. Naja, halt, ne? So. Du siehst schon, was sind das wieder für tolle Helden. Hier ist jede Quote abgedeckt. Aber da ich dich ja kenne, unten ist vielleicht für dich interessanter. Hier zum Beispiel. Ja, aber einmal ganz kurz, tu mal den zweiten Kerl von links. Ganz kurz. Okay, der erinnerte mich gerade an Ruffy von One Piece wegen der roten Weste. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es davon hier auch ein Anime gibt. So, was hättest du denn? Die oder die? Zeig nochmal die. Okay, und jetzt nochmal die andere. Ich glaube, er ist... die andere mein Schema, denke ich mal. Ja. Vernünftig. So, ihr seht, das Ding hat eine Story. Soll euch jetzt egal sein, weil es ist eigentlich nur Klopp. Und ich habe es mal ein bisschen ausprobiert. Ich habe es mehr oder weniger durch Zufall gefunden. Und ich sag's mal so, die Kämpfe, das kriegen wir schon hin, aber irgendwie kann ich keinen Kampf gewinnen. Siehst gleich warum. Okay. So, wir merken uns mal den Typen, den hauen wir jetzt mal eben um. Sieht gut aus. Alter, was doch mal ist jetzt hier mal. Alter! Hängt's? Du bist ein bisschen fresh gemacht worden. Ja, ja, auf jeden Fall. In den Fällen kann man auch sagen, scheiß Gamepad. Alter! Krieg ich den hier? Genau! Natürlich! Krieg ich einen totalen Finish ab, oder was? Okay, wohl nicht. Ah, du hast damit, dass du es blockiert hast, gut aufgeholt. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit aufgeholt habe. Doch, du bist rot, Energieleiste. Ja, das heißt ja hier nichts. Du wirst das gleich sehen. Nein? Okay. So, komm, pass auf. Was ich rausgefunden habe, ist, man kann so eine Art Special Battle machen. Zack, zack, zack und boom. Irgendeinen taktischen Vorteil kriegen. Damit kann man irgendwie den Gegner entwaffnen. Was auch geht. Kann man ihm zeigen. Ja, und was auch immer für ein Special bekommen. Genau. Da kann ich dann einfach den Special ansagen. Aber du siehst, der Kampf ist nicht gewonnen. Und das haben wir gleich so lange, bis gleich die Zeit abläuft. Deswegen denke ich, da fehlt mir irgendwie was. Du kannst das hier auch nicht einsammeln oder so, wo ich dachte, okay, nimmst du weg und hast dann gewonnen. Na komm. Ja, das kann ich besser. Brauchst noch nicht mal in deiner Nähe sein. Ja. Also wenn du da gleich irgendeine sinnvolle Idee hast, ich bin für alles offen. Ich hab grad keine, ich bin noch verwirrt, was das Spiel angeht. Somit kann man irgendeine Leiste aufbauen, wenn man diese Specials gewinnt. Das ist das, was da irgendwie dann aufleuchtet. Das habe ich auch schon gesehen. Zack, zack. Machen wir mal eben komplett die Leiste voll. Das kriege ich ja eigentlich hin, aber ich kann ihn trotzdem nicht finishen. So, jetzt Special. Jetzt sagt die eine, jetzt braucht man nur platt machen. Ja, da dachte ich falsch. Und du siehst, jetzt läuft die Zeit. Und wenn die Zeit um ist, hat man nicht gewonnen, sondern verloren. Ja, toll. Mhm. Ja, ja, merk schon.
Ja, tun wir ins Ende. Da kommt so eine Cutscene. Mit den Big Butt Bandits. Ja. Noch Fragen? Du musst innerhalb dieser Zeit dreimal hintereinander gewinnen. Ja, du musst definitiv finishen. Nur irgendwie weiß ich nicht, wie man finisht. Nehmen wir mal die andere. Vielleicht haben wir da irgendwie mehr Glück. Also das wird mit Sicherheit irgendwie gehen. Ich weiß noch nicht wie. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auf irgendeinem Anime basiert. Ich kenne ihn nur nicht. Au! Hier, dein Traum deiner... was auch immer. Okay. Ich bin kein gutes Starte-Pokémon, wenn ich das mal sagen darf. Boah, die kann ja gar nichts. Die kurze kann nichts. Alter. Zwergnase hat's überhaupt nicht drauf. Nu? Ich würde ja gern gewinnen. Aha, okay. Okay. Ja, toll. Das ist hier alles knallen, alles rocken. Ja, also du scheinst immer noch für gute Ideen immer gern zu haben. Ja. Ja. Mal sehen, was deine Kreativität ergibt. Ich bin gerade immer noch verwirrt, also. So, jetzt kann ich zum Beispiel gerade nichts machen. Na, jetzt haben wir so ein Putt. Aber jetzt mal, ja, zack. Hier Dance Dance Revolution trifft. Was weiß ich für einen komischen Anime-Prügler. Also, ja, hier bin ich ganz gespannt auf eure Weisheit. Ich kenne das also ehrlich gesagt nicht. Ich versuche da irgendwie einen Zusammenhang, aber geht nicht. Vielleicht kann ich auch deswegen nicht gewinnen, weil es die RTL 2 Version ist. Ja, dann wüsste ich das aber, wenn RTL 2 das wäre. Dann muss ja, das aber ganz früh gewesen sein. Ja, komm, ich zauber mir hier den Wolf. Also die Specials von ihr sehen definitiv cooler aus, aber... irgendwie gewinne ich damit auch nicht. Naja, nix drauf außer Zahnbelag. Ah, Bitchfight. Ich verliere sogar mal. Und wieder ist die Zeit zu Ende. Ist gut, ne? Oh ja. Tja. Irgendwie... seltsam. Total bescheuert. Ich verstehe das nicht. Warte mal, wie viele Mädels haben wir noch? Das ist die letzte. Komm. Und vielleicht kriegen wir damit irgendeine neue Sache hin, die mir ja irgendwie ein bisschen fern bleibt. Also, es geht irgendwie um die Ravestones, die wollen alle haben und wer sie hat, ist wahrscheinlich total cool. Ne? Was hast du denn da? Ach so, so Tongas oder was das ist, ne? Hier diese... ah, komm, endlich wieder ein Schulmädchen.
Die gewinnen noch immer. Außer in Videos mit Tentakeln. Alter! Das kann ich auch. Ah. Also Rave Master kam wohl nie in Deutschland. Tja, ich weiß aber warum. Ist ja für uns auch ein wenig zu schwer. Ist ein etwas älteres Anime, auf jeden Fall. Ja, wobei, so alt sieht es nicht aus, ne? Nee, aber laut der Zeichnung, was ich so sehe, jetzt so ein bisschen, bin ich jetzt hier so gerade ein bisschen, ne? Am Kicken im Internet sieht das schon ein bisschen älter aus. Vom Zeichenstil her, oder das Video ist einfach nur schlecht gerendert. Was? Ne, machen wir mal live Kicken. Gucken wir mal live. Während du dich hier klopfst. So, jetzt habe ich X-Mode, was auch immer uns das bringt. Will doch einfach nur gewinnen. So, siehste, ist 14 Jahre alt. Fernsehserie kam 2000, gab es 51 Episoden. Mal an. Wir haben hier einen Klassiker. Den ich zwar nicht kenne und du auch nicht. Gab nur in Amerika, gibt's aber auch in Frankreich, Spanien und ja, gab's auch unter anderem in Portugal, also sprich Portugiesisch wurde auch übersetzt, Französisch, Spanisch. Was? Auf Deutsch wurde Rave von 2004 bis Januar 2014 von Egmont Manga und Anime veröffentlicht und ist vollständig erschienen. Einige Zeit lang wurde die Serie auch im mittlerweile eingestellten Magazin Manga Power veröffentlicht. Deutschsprachige Ausgabe Sammelbänder verkauft sich für... Ja, aber ist jetzt aber keine Anime-Adoption. Wie? Wenn es ein Manga gibt und es gibt ein Anime davon, was willst du noch mehr? Ja, aber ich hab's nie in Deutschland mitgekriegt, als Anime. Und hier ja, steht auch gut, nicht, dass dafür es als Buch, also, was willst du mehr? Ja, sag ich ja nicht, dass es als Anime, als Manga rauskam, ist mir schon klar. Das ist wohl logisch. Ja. Was gibt's denn hier nicht mittlerweile? Hier gibt's vieles nicht. Da will ich nicht so sagen. Ich verzweifle. Ein bisschen. Also, wer mir das erklärt, wie man hier gewinnen kann? Ja, bitte. Dann lass ich mir was einfallen. Dann machen wir vielleicht nochmal ein Video. Vielleicht machen wir das sogar dann als kompletten Walkthrough. Sonst aber wahrscheinlich nicht. Sonst rappelt's im Karton und dann hört der Venom auf. Für immer. Für immer. Und ihr müsst dann nur andere Kanäle sehen mit Mainstream-Unterhaltung. Yay. Wollt ihr das wirklich? Ja, Geek-Content bitte. Ja gut, den wollen wir ja auch nicht. An meiner Seite der großartige Alpha 87LP, alias Alpha Chief. 2 für den Preis von 1. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und wer Spaß hat, abonnieren, kommentieren, bewerben und schreibt mir mal in die Kommentare, wie man hier gewinnt. Ja, bitte, bitte, ganz wichtig, denn ich will es vielleicht auch mal spielen und nicht dauernd nur verlieren. Ich bin deswegen drauf gekommen, ich habe dieses Modul billig irgendwo in so einem Paket für GBA-Sachen dabei gehabt und dachte mir, ist doch gar kein uncooler Prügler. Bis ich dann dachte, okay, vielleicht musst du irgendwas Spezielles machen und ja, ich hab's bis heute nicht gemerkt, was man. Vielleicht muss man irgendwie 3-4 Tasten gleichzeitig mit hoch runter. Keine Ahnung, ich hab's nie rausgefunden. Jetzt eure Chance. So. Und es ist eure Chance. Genau. So, wir sind jetzt raus. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, nur halt nicht vergessen, Google Plus, ein Facebook, ein Twitter, dafür ist es da, nutzt es auch. Damit kommt man schneller in Kontakt mit uns als auf YouTube. Weil, ne, der eine oder andere hat es noch nicht gemerkt, wir haben auch Jobs. Nein. Nein. Ist man mit Twitter und Facebook schneller zu erreichen, falls man eine Frage hat und nicht, ich schreibe mal um 2 Uhr
und man hat Spätschicht, nur mal so als, ne, nur mal als kleiner Wink, das hat mal einer gemacht und hat sich danach 4 Stunden beschwert, warum keine Antwort von mir kam. Das ist doch normal, oder nicht? Ja, aber ich sag ja nicht umsonst, twittert oder Facebook, wenn ihr schnell mit mir in Kontakt kommen wollt. Nee, ruft an. So doof bin ich auch nicht. Egal, das war Rave Master auf dem GBA. Wir sind jetzt raus. Bis dann, tschüss. Tschüss.